Ja, guten Morgen, Freunde der kleinen Spuren. Heute habe ich ein kleines Teststück aufgebaut in der Spur TT und aufgegleist ist eine NOHAB der Ungarischen Staatsbahn von den Berliner TT-Bahn, also aus DDR-Produktion. Die Gleise sind übrigens auch aus DDR-Produktion. Und auf diesem kleinen Gleisstück fährt diese Lokomotive aus DDR-Produktion von den Berliner TT-Bahnen gut. Und auch schön langsam. Obwohl die Gleise noch original vom Abbau sind, also nicht sauber gemacht. So, jetzt habe ich aufgegleist eine Baureihe 250. Das ist auch ein Modell von den Berliner TT-Bahn. Also aus DDR-Produktion. Jetzt stellt es mal wieder nicht scharf, warum auch immer. So, jetzt. So, und zu guter Letzt haben wir eine E94. Auch das Modell ist von den Berliner TT-Bahnen, also aus DDR-Produktion. Und auch die fährt schön. Meiner Meinung nach ist TT von der Größe her, das heißt von Anfassen, das, was man auf kleinerem Platz bewerkstelligen kann, wirklich eine ideale Spur. Ja, also ich finde, die Modelle sind klein genug, dass man sie auch in kleinen Räumen unterbringt, aber groß genug, dass man keine Lupe braucht. Oder die Brille. das finde ich halt bei der Spur halt wirklich, wirklich ideal, weil sie ist halt nicht so groß wie H0, also man hat etwas weniger Platzbedarf. Das ist der Vorteil an der Sache, meiner Meinung nach. Und trotz des alten Modells und trotz der, ja, alten Schienen fährt sie eigentlich schön. Also man kann da jetzt nichts sagen. Ich finde, sie fährt gut. Gut, das soll es erstmal gewesen sein für heute. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich freue mich über Kommentare, über neue Abonnenten und auch über Likes.
Dann bedanke ich mich und wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.